Warte mal. Du bist ja ein bisschen unsicher, ne? Ja, mega. Du musst ja erstmal irgendwie den Leuten jetzt klar machen, was wir jetzt hier gerade machen. Tja, das ist dein Job. Ey, aber das wirkt jetzt voll so, als ob ich dich zwingen würde, ne? Das muss schon sagen, es kommt aus dir selber raus. Du hast selber Bock. Ja, warte mal, wir müssen eben checken, dass der Dogge und der Franzose weg ist. Sonst komme ich hier gar nicht in die Kette. Dogge und Franzose. Bro, das wirkt voll so, als ob ich dich zwingen würde. Als ob das so eine Schulaufgabe wäre. Nee, du hast vor 3 Tagen gesagt, du hast eigentlich voll Bock, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, was bei dir abgeht. Genau. Und dann meinst du, wie kann man das so ungefähr machen? Habe ich gesagt, mach doch einfach einen YouTube-Kanal und spring ins kalte Wasser. Und jetzt bist du hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt hast du die Scheiße an der Backe. Jetzt sitzen wir in Tarifa, ich sitze in meinem Van am Spot. Wind sieht grenzwertig 54 aus. Aber wir ziehen es durch, würde ich sagen. Also, du ziehst durch. Da geht kein Weg dran vorbei, so wie immer. Ja, nice. Sonne sieht auch ganz gut aus. Guck mal, da kommt das gute Wetter. Ich denke, das wird nachher auf jeden Fall gut. Wow. Ja, was baust du auf? Was ist das? Wie gesagt, also wir haben jetzt hier das Severn Psycho. Alter. Ist die neue Freestyle-Maschine von Severn. Richtig schön, 92 Liter. Geht ab, das Gerät, kann ich empfehlen. Dazu haben wir jetzt passend, auch von Severn, das Freestyle-Segel, das Freak. Heute in 4-4. Es ist auch gerade noch relativ grenzwertig vom Wind. Wir haben so 20 bis 25 Knoten. Genau, dementsprechend hoffe ich mal, dass es klappt. Aber wie gesagt, das Wetter sieht ganz gut aus. Die Sonne kommt langsam raus, Wolken verschwinden. Ich denke, das könnte nachher noch auf kleinere Segel raus hinauslaufen. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde mich der Spot interessieren. Der Spot? Ja, da müssen wir eigentlich mal vorlatschen, ne? Ein bisschen nach vorne latschen. Ja, let's go, man. Sick, Bro! Ja, ey, schön. Ja, so von der Location her, ne, beklagen kann man sich eher weniger, würde ich sagen. Alright, wir sind im Suit, die Nummer geht los. I know the story of your life. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh. To the summertime of 2005, when we were still alive, when we were still alive. Das war Day Number One in Tarifa. Oder ja, für mich nicht der erste Tag, aber der erste Tag, wo wir mal ein bisschen filmen. Und ja, ich bin gerade vom Wasser gekommen. Es war echt eine geile Session. Ihr seht noch hier im Hintergrund, sieht man noch die schönen Wellen. Es war echt richtig geil heute. Sonne kam noch raus, Wetter ist besser geworden, mehr Wind. Also echt eine richtig coole Session. Und ja, jetzt wird abgebaut.
Yo, jetzt haben wir gerade noch geduscht hier mit meiner coolen Outside-Shower. Da oben ist so eine schwarze Röhre am Start. Die soll theoretisch in der Sonne warm werden, damit man dann ein bisschen duschen kann. Heute war es nicht ganz so warm, aber ja, das ist part of the game. Und ja, genau, jetzt geht's nach Hause. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, um auch weiterhin up to date zu bleiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal.